Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der GC-Farm mit Maurice Hallöle. Ja, Maurice fängt hier gerade an, über Nostalgie zu reden. Er hat sich die erste Folge aus dem LS17 auf der Gold Quest Valley angeschaut. Genau. Hast du Ja. recht? Zwei War Jährchen da nicht her. noch Adrian auch dabei oder so? Adrian war nicht dabei. Das erste Mal hatten wir da ganz alleine. Aber in Adrian. dem Projekt war auch noch jemand anders mit dabei. Ja. Ich weiß aber nicht mehr wer. Nur Marco mehr alle dabei waren noch. Wir waren nicht die Einzigen, das weiß ich. Also zumindest auf dem Server dachte ich, dass in dem Spielstand nur irgendein anderer dabei war, meine ich. Und der auch eigentlich gar nicht so lange dabei war. Ich glaube, der ist gar nicht. Ich glaube nicht, dass es Steve und Timo waren. Nee, Weil die die kamen kennen wir erst auch noch gar später nicht so lange. dazu. Die kamen wir auch gar nicht. Wer war denn noch dabei? Fragst du mich jetzt was? Ich müsste jetzt auch nachgucken, was in den ersten, wenn in den ersten Folgen noch mit dabei war. Das Hier, müsste. Luis war das. Luis war das aus Duisburg, der war mit dabei. Luis Auf jeden aus Fall auch. Duisburg. Ja. Der war das. Sagt mir gerade gar nichts mehr. Ja, gut. Aber ich weiß, wer es ist. Das ist die Hauptsache. Ach, der! Ja, genau Den wir der. auf der Patenburg hatten. Auch da, genau. Da hatten wir ihn ja in dem Livestream, den er ja gehabt hatte. Und der war auch, war nicht in irgendeiner Folge mit dabei. Hast du recht, da hast du recht. Ja, ich bin nicht verkalkt, ne? Also. Na, ne, ne, ne. Boah, da habe ich gar. Luis, wo jetzt so auf Pratenburg kam, ja, jetzt macht's Klick. Kann man Boah, da kann nicht sein, dass ich den verstehen. noch als Teamfreund habe. Ja, aber der ist ja, ach, der ja eigentlich so nicht mehr. Der ist jetzt wie David auf dem Geburtstag, das ist so ein Typ ist das geworden. Ja, weiß er, wer David ist. So einer ist das. So. Nein. Aha. Ja. Wieso kann ich das jetzt nicht öffnen? Doch, das ist doch jetzt Mist. Oh, Kinders. Wie kann ich das denn jetzt öffnen? Oh, Kinders, wie kann ich das denn jetzt öffnen? Das ist doch jetzt scheiße. Wie viel Prozesse Gigabyte musst du denn da runterladen? waren 600. Oh, da ist in einer halben Stunde passiert. Was auch. Aber wieso öffnet er jetzt nicht? Ich habe es schon neu installiert gerade, aber irgendwie weiß nicht. Ich werde die installiere einfach noch einmal. Weiß nicht, ob der das meistens besser macht. Du, schlimmer werden kannst du ja nicht. Nö. Ich glaube auch nicht. Sollen wir mal deinstallieren? Ach, wo wir es gerade bei Nostalgie sind. Ich bin wieder gesund. Ja, ist auch schön. Deswegen gab es letzte Woche nur mit Maurice. Genau. Mit der schönen Facecam wieder Habe ich mir auch zugeschaltet. gedacht, wo ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, war das heute? Ich glaube, das Das Video war heute. Freitag, Sonntag, ja. Das war Freitag, Sonntag, die Folgen. Vor allem, ich habe mir hier heute in der Pause scrolle ich so einfach wahllos durch YouTube. Habe ich die gesehen? Habe ich gesehen, hast du mit Facecam aufgenommen? Ja, aber sicher, guck mal, einen Moment mehr haben wir da durchbekommen. Also. Haben wir nur 533 oder so? So, jetzt voll mit mir, wo ich sie dann. Fehlen ja nur noch 477. Bis zu 1000. Weil manchmal. Wir machen schon mal 6 Folgen für die erste, ja? Also komm, 6 Aufrufe für die erste. Ach so, gut. Muss man jetzt hier diesen scheiß Village mal langsam rauskriegen. Hast ja noch 25 Minuten. Bisschen zu viel ist hier noch. Ja, was machen wir mit dem Safe Game? Ich werde mir, denke ich mal, gleich noch mal nach dem Spielstand Map ziehen, Mod ziehen und dann wie auch all die anderen Projekte in meinem Ordner ablegen und dann dort verweilen lassen. Ich würde dazu gerne nochmal die LS13 Map.
nochmal spielen, wo wir damals den Riesenspielstand hatten. Hast du den noch? Glaube nicht mehr. Weil mittlerweile der ja auf einer anderen Festplatte gelandet war und dadurch das ja da abgestürzt war. Weiß nicht, ob ich ihn noch hab. Könnte sein, dass der irgendwie in meinen 50 Milliarden Speicherordner immer rumflacht. Ja, da wäre ich gerne, wenn wir nochmal rausgraben könnten, ne? Also ich glaube auf meine aktuellen, also ich habe ja meine 1 TB Festplatte, ich habe jetzt aktuell eine 2 TB Festplatte nach hinten verschoben. Aber schon ewig her, ich glaube Weihnachten letztes Jahr oder so, habe ich meine 1 TB als Speicherfestplatte genommen. So für Videos und OMSI. Und die ist jetzt voll. Ja, weißt ja Bescheid, ne? Ja, ich habe letzten Sonntag mein Musikordner, ach mein Aufnahmeordner wieder drauf gepackt. Zack, Festplatte voll. Dadurch, dass ich alle Videos speichere, der vorige Ordner, der ging sogar noch einigermaßen, aber seitdem ich die ja in der neuen Quali mache, weil wegen neues Internets, sind die Dateien gleich so immer so gigabyteweise. Ja, ich hatte auch geworden. 1, 2 und so was gehabt immer. Ja, das ist super. Ich weiß gar nicht, was ich so an Standardfolgengröße habe, aber so 3 sind es wahrscheinlich schon. Das Problem ist, zeitlich ist das eigentlich komplett Latte, ob ich die jetzt erst kodiere oder sofort hochlade. Weil die Zeit, die es dann kodieren und dann Aufnahme und dann noch hochladen, verbraucht wahrscheinlich so viel Zeit, wie ich es, als würde ich es direkt hochladen. Und daher habe ich gesagt... Ah, jetzt geht's. Warum auch immer. Okay. Noch ist es erfreut, Herz hinbekommen. Auch mal jetzt, dass es jetzt geht. Also mindestens lädt er schon mal alles. Das wird was wahrscheinlich bei City Skylines auch ein bisschen brauchen, bis er alles hat. Was hat wir noch im LS17 alles so gemacht? Ich weiß, dass wir uns endlich mal am Anfang vom LS17 mal auf die Fahne geschrieben haben lassen wollten, dass wir noch mal ein Dingsvideo produzieren. Ein Feuerwehrvideo. Ja, stimmt. Das müssen wir aber 19 Jahre wieder machen. Ah, da kann ich dir auch was... Gibt's eigentlich für den LS17er gute Fahrzeuge? Die Feuerwehr oder was? Ja. Mal nachgucken, wer gerade nebenbei beschäftigt. Weil dadurch, dass ich ja wieder bei Meistert bin, ja auch schon seit Monaten, habe ich da jetzt auch so einen Kandidaten in der Szene, die machen das im LS. Deswegen habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich wieder Mods für oder gute Mods in Anführungsstrichen? Weil ich weiß ja noch, was das für ein Akt war, als wir unseres produziert haben. So, 55 Fahrzeuge, okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also sind die ersten Mal, die ich sehe, sehen schon mal nicht schlecht aus. Die sehen wahrscheinlich von außen hui, von innen fui oder so. Ja, genau so, das würde ich bestimmt wieder sagen. Ja. Also ich weiß ja noch, wie ich da... Boah, das war auch ein Akt, ey, leck mich am Arsch. Vor allem das Drift in dem Video war ja so richtig Porn. Das, so geil, ne? Das war so Porno. Und da war ich ja noch bei Meistert das erste Mal. Das fanden die alle irgendwie nicht ganz so geil, das Driften. Ah, das war geil. Ich fand das aber mega geil. Das war, glaube ich, das... Das Video? Und bei welcher Playlist ist denn das? Ich weiß nicht, ob das Video sogar in der Playlist gelandet ist. Ja, du kannst einfach mal auf unserem Kanal nach Feuerwehr gucken. Oder suchen und dann müsste das Video eigentlich kommen. Kann sein, dass noch ein Meistert-Video dazwischen liegt, weil es auch mit Feuerwehr zu tun hat, aber sonst dürfte da nicht allzu viel zwischenkommen. Nee, also ich stelle jetzt mal Turm Feuerwehr ein, ja. Aber wir haben noch da YouTube. Playlist. Entschuldigung, ich weiß nicht, in welcher Playlist das gelandet ist.
Dragosien. Leck mich. Glaube, ich hab's. Minecraft-Server. Eieieiei. Ich glaube, ich hab's gefunden. Wo ist denn das? Oh, alter Vater, dem. Schick's dir auf. Auf. Du, da hat mir sogar den Schneemod drauf. Leck mich am Arsch. Oh. Ach, da hatten wir auch den Auto, das Mod vom Auto dabei. Voll Porno. Ist der Sound dabei? Oder sind das auch KTS Beats als Sound dabei gewesen? Leck mich am Arsch. Oh, steht auch drin sogar. Ich habe mich bei Maistadt bedankt, dass ich deren Alarmsystem, also deren Ledger benutzen dürfte. Leck mich am Arsch. Hast du geschickt? Ja. Ja, da geht's ab. Boah, ich weiß nicht, wie ich da drunter saß, so die Musik, Sound, alles gepasst hat, wenn das Fahrzeug wegfährt, dass die Musik auch leiser wird. Ja. Alter, Vater, ich hab, glaube, ich hab dir mal ein Bild davon geschickt, das war eine Arbeit. Oh, Qualität, 720 Pixel erstmal. Ja, jetzt muss ich das nochmal an, ich muss mir das Ich muss den machen. Drift mir nochmal mal geben. Ja. Könnt ihr auch direkt mitgucken? Ja, unser Video dürfen wir ja zeigen. Ja. Ich glaube, wir haben die Szene nochmal gedreht, aber wir haben trotzdem die Szene genommen. So, da bin ich ja dann losgefahren, schön mit Blinker an so einem Astra F Kombi. Ja, schön Astra F Kombi, das weiß ich noch. Ja, und dann über den Hügel da drüber. Ja, den Hügel gedrift. Dieser Drift war einfach so vorne. Ich gucke mir das mal von vorne an, jetzt das Video. So, schön geblinkt. Astra F-Kombi, das fand ich so geil. Astra F-Kombi. Das Lustigste hier, du siehst ja bei 031, siehst ja, siehst du ja das Swiss-Phone. Das ist ja die Einsatzalarmierung. Also das wäre jetzt nicht die Hauptleitstelle, sondern einfach nur unsere Probeleitstelle für die angehenden Azubis, die ich da genutzt habe. Ich weiß doch, wie ich da am Rumprobieren war, dass das... Ey, da sieht man sogar, wann ich die Aufnahme gemacht habe. Ja. Also das ist um... Habe ich um 19, am 19.04.16 um 17.42 Uhr gemacht und das Video kam am so, 6. Jetzt kommt gleich der legendäre Drift. Ja, wir können uns den auch nochmal einmal geben. Ich habe den schon zwei oder dreimal gezeigt. Und wenn das immer noch so geil ist, das ist echt geil, das müssen wir echt nochmal machen. Ja. Na, sieht sich da erstmal geradeaus. Ich feiere das so, ne? Also, vor allem der passt da auch wie Arsch auf Eimer, ja. Der Drift. Ja. Na, noch eine Kurve da hinten. So, jetzt bin ich weg. So, jetzt kommt der Drift. Ja, Driftstelle. Jetzt. Ja, und schön gedriftet über den Schnee. So geil. Einfach mal ein Best-of gemacht. Boah, Harry hat uns den Server gestellt, lese ich gerade im Dings. Harry hat uns den Server da hatten wir noch das alte Witzung in der Tonne. Ich habe mich auch bei Funkspielmeisterschaft bedankt, bei Tommy. Aber wir hatten doch mal so ein Best-of von uns. So, Rage pur, warte mal. Sollten wir das Video nicht zu Weihnachten nochmal produzieren? Ein React auf alles? Bevor wir das jetzt hier schon mal wieder in der Folge tun. Ich glaube, das eine Video drin. Oh, Maurice, wir müssen uns auch noch Weihnachtsfolge überlegen. Ja, und Silvesterfolge, Neujahrsfolge. Ja, richtig. Wo ist denn das Rage? Wir haben noch immer mal so ein Best-of gehabt, glaube ich. Oder so ein ja, wo ich mich vertippt habe. Genau, so ein Best-of da von allem. Was hab ich denn da nochmal vertippt? Oh. Ach, ich hab Outtakes irgendwie verkehrt geschrieben. Ja, war das genau. Das? Irgendwie habe ich mich da, glaube ich, vertippt. Verdammt, ich weiß halt nicht mehr, wie das Video heißt. Scheiße.
Gib doch mal Best of an. Ja, gibt's nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das Video danach noch existiert hat. Doch, aber wie heißt das denn jetzt noch, verdammt? War das nicht ein Minecraft-Projekt? Ja, es war ein Minecraft-Projekt, genau. Aber wo ist denn das Fail-Video da? Also, das will ich jetzt verdammt nochmal sehen. Da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Das will ich jetzt sehen. Ich habe mich mit dem Rübenruder festgefahren. Da leck mich der Arsch. Nee, ja, doch nicht. Nö, doch nicht. Alles top. Alles top. Alles top. Ey, sag mal, was ist denn das? Gut, du darfst Abmod machen und dann gehen wir in die letzte 17 Folge offiziell auf das LSL. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonnieren unseren Kanal, dann sehen wir uns in der nächsten und letzten Folge LS17 für erstmal für längere Zeit. In dem Sinne, auch einen schönen Abend und bis dahin. Ciao, ciao und bye bye. Tschüss.